deswegen kommen wir jetzt zum Kapitel der Vollpfosten. Untertitel: Wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich. Das ist ein Typ, der hat mal beim Kniffen die Chance gestrichen. Der ist mal den Jakobsweg gewandert und hat sich gewundert, dass es keinen Kaffee gibt. Weißt du? Den haben wir als Baby in eine Babyklappe gelegt, allerdings von innen. Weißt du? Also er ist zu Hause geboren, seine Mutter kam ein bisschen krank aus, als sie ihn gesehen hat. Er wäre auch nach der Geburt fast vertauscht worden, aber zum Glück hat die Hebamme den Vater dabei erwischt. Ne? Da war ein Stöpselkind. Kennst du, der musste früher in der Badewanne als Kleinkind immer auf dem Stöpsel sitzen. Man muss ja viele von uns, da war ein Einzelkind. Der Typ hat so schwer einen am Helm, da hat er zu Hause mal renoviert, da hat er keinen Bock mehr gehabt, da hat er bei uns im Tierheim angerufen, ob die so eine Alpina-Katze haben. Der hat letztes Jahr Silvester mit der Tibet-Fahne gegen China-Böller demonstriert. Also sitzt er neben mir in der Kneipe und sagt, pass auf Markus, der Mond ist der einzige Planet, den du von den chinesischen Mauer sehen kannst. Da kommt die Wirtin, sag immer, hier sind Handschuhe liegen geblieben, sind da deine? Sag, da können meine nicht sein, ich habe meine verloren. Mal so die Schuhe zugemacht, wirklich kein Scherz. Optischer Witz, pass auf. Sag mal, auch ein der versaut doch jeden Witz. Ja? Letztes Mal stand in der Kneipe, 2 Bier für die Männer vom Sägewerk. Hat er eine Fachlektüre, hier Bild, hat er gelesen, so. 1774 hat Joseph Priestley Sauerstoff entdeckt. Da war er völlig fertig. Ja, mein Gott, warum haben die denn vorher geatmet? Der ist ja bei uns am Arbeitsamt, sagt er, wenn ich hier kein Geld kriege, dann gehe ich zum anderen Arbeitsamt. Ruft er mir an, sagt er, hör mal, Markus, ich habe eine Marktlücke entdeckt. Ja, und das steht jetzt mit seinem Stand, ne? Das ist so geil, oder? Der hatte mal eine Ich-AG. Weiß nicht, war der Brennholzverleih oder irgendwie sowas? Und hat er gekündigt wegen Mobbing. Der hatte damals eine durchsichtige Brotdose, damit er sieht, ob er zur Arbeit geht oder von der Arbeit kommt. Der hat bei Toys R Us mal Schaukelpferde eingeritten.
Noch immer Stadionsprecher beim Tim Kick war er mal. Hat sich mal einen Kran geholt, da war er rausschmeißer im Autokino. Oder? Jockey beim Windhundrennen war. Hat mal beim einarmigen Fensterputzer hat er mal gearbeitet, hat er über Leder ausgewogen. Einmal hat er selber gekündigt, da hat er in einer Sprengstofffirma gearbeitet. Und da war eine Explosion, da haben sie in die 3 Minuten, wo er den Luftwaffe vom Lohn abgezogen. Einmal haben sie auch einen lassen. Ja. Da hat er in einem Altenheim hat er gearbeitet, hat er unten im Keller ein Wettbüro gehabt, welches Zimmer als nächstes frei wird. Ja, bei seiner Freundin damals beschwert, hör mal, warum ich eigentlich immer 12 Stunden am Tag arbeiten? Sagst du, wie, du wolltest halt das arbeiten, hör mal. War letztes Mal auf einer Demonstration, weil wir hier Stuttgart 21, hier, der hat gedacht, Stuttgart 21 wäre ein schwäbisches Kartenspiel. Stand da, alle Kopf sind Bullen. Kein Scherz, er hat bei mir, in den Kneipen hat er mal zu mir hat er gesagt, immer, wir hätten den Krieg nicht verloren, hätte die DDR uns geholfen. Der D-Day ist für den eine Sonderaktion von Vodafone. Sagt er zu mir, Markus, fährst du da mit nach Münster rein in Flammen? Nach kein Ohrhase, wäre ein Film über Niki Lauda. Ja. Der wollte mal aus Protest nach Indien fliegen, dort Rosen verkaufen. Also. Da sitzt er neben mir in der Kneipe und kriegt einen Anruf hier auf sein Nordmende-Handy. Da weißt du, ja. Aber wer ist das denn? Kenne ich nicht, 0172 Duisburger Nummer. Er hat so einen Abreißkalender zu Hause, da steht auf jedem Blatt, heute ist nicht dein Tag. Das ist auch der einzige Duisburg, der beim Kettenkauf selber jemand überholt hat. Aber das ist auch der Einzige, der sich beim Online-Poker hier Asse versteckt im Ärmel. Der hatte bei der Formel 1 mal 20 Euro auf der Safety Car gesetzt. Hat er war mal schwimmen an dem See, da sagte er mir, Markus, halt mal bitte meine Uhr fest. Die ist nur bis 40 Meter wasserdicht. Und ich will weiter rein. Bei dem geht nichts hier. Kommt beim Arzt raus, sagt er zu mir, ich habe Blutgruppe O. Der muss ja eine Computertomographie machen, fährt in die Röhre rein und direkt wieder raus. Steht auf dem Bildschirm, bitte Flaschenboden zuerst.